Ja, liebe Blumenfeldfreunde, Gladiolen werden da gepflanzt. Und heute Morgen haben wir hier Lilien gepflanzt. Bin positiv überrascht über das Wetter. Hatte ehrlich gedacht, dass es heute Nachmittag schon regnet und steinkalt ist. Und jetzt ist das noch ganz angenehm und gut für uns, können wir da ein bisschen Überstand aufholen auf dem Blumenfeld mit Pflanzen. Ist dieses Frühling schwierig Hier mit den für langen Schlechtwetterperioden? Lilien haben Jawohl! wir gepflanzt und Gladiolen. Unkraut sofort nach der Saat, Molyban pro 20 Gramm 100 Quadratmeter. Da bei meiner alten Birkmeier-Spritze 5 Liter bereit gemacht, sollte für 50 Quadratmeter reichen. Sollte reichen, um die 4 Beete gegen Unkraut zu spritzen. Wollen wir mal schauen. Ne? Molyban Pro ist ein Bodenherbizid. Wirkt nur auf keimende Unkräuter. Und ich spritze da mit 5 Liter Wasser 10 Gramm. Das hat gereicht oder reicht für 50 Quadratmeter. Also eigentlich nur sehr wenig und bringt aber gleichwohl viel Erleichterung im Blumenanbau. Jawohl. Jetzt haben wir diesen Nachmittag 3 Beete Gladiolen gepflanzt und ein Beet Lilien. Das Beet ist 1,5 mal 10 Meter. Und jetzt ist Viertel nach 5. Ich denke, für Bauerhausi ist einmal früher Feierabend. Ja, ich habe ja diese Woche schon über Zeit gemacht, einfach bis 9 Uhr Dünger säen und das zweite Mal bis 9 Uhr spritzen. Jawohl. So, jetzt habe ich mir in der Genossenschaft noch eine Magnum White gekauft, kostet 3 Franken, vielleicht 2,70 €, würde mich interessieren. Magnum White in Deutschland, was kostet die? Schreibt mir doch. Und jetzt esse ich die mal. Gut. So. Und das war's vom Freitag bei Bauerhausi. Einen schönen Abend wünsche ich. Und bis auf einen anderen Tag.